Das Kletterforum, das Praxisforum der Seilkletterer und Baumpfleger wird immer internationaler. Wie wird das Angebot hier angenommen, gerade die Internationalität? Wir haben Referenten aus insgesamt 7 Nationen hier und die Teilnehmer aus noch viel mehr Ländern. Wir haben inzwischen aus über 25 Ländern hier Teilnehmer. Das, was hier aufgebaut worden ist, und da muss man sagen, da haben Kai Busemann und Mark Bridge einen hohen Anteil dran, das, was hier aufgebaut worden ist, sucht weltweit inzwischen seinesgleichen, sodass inzwischen aus allen Ecken der Welt die Baumpfleger kommen, hier nach Augsburg, nehmen den weiten Weg auf sich, um das hier mitzuerleben, was hier neu passiert. Das Kletterforum auf den Deutschen Baumpflegetagen 2017 findet auch indoor statt. Bei mir ist Mark Bridge, Organisator des Kletterforums. Mark, ein Vortrag ist von Mark Taylor Hamill zum Thema die Meer der Haarrisse. Lässt sich denn über Karabiner so viel sagen, dass man einen ganzen Vortrag von bringen kann? Ja, genau. Ich meine, eine der Themen, die wir hier haben und eines der Ziele, was wir verfolgen, ist ja, Themen zu vertiefen. Und gerade diese Verbindungsmittelgeschichte, wie wir Verbindungen herstellen zwischen Klettersystemen und der Person, die klettert, lässt sich eigentlich sehr gut vertiefen. Diese Materie vertieft vermitteln und differenziert betrachten, das ist das Ziel von diesem Vortrag. Karabiner sind nach wie vor das Hauptbestandteil der Kletterszene? Das ist eine interessante Frage, weil im Gegensatz zu anderen Bereichen der Höhenarbeit, finde ich, wird hier eine sehr differenzierte Diskussion geführt zu diesem Thema. Wie du sagst, es sind Verbindungsmittel, die sind sehr unterschiedlich. Das kann ein Karabiner sein, muss es aber nicht sein. Es können auch Ringe sein oder Schäkel. Und das ist eigentlich etwas, was in der Baumpflege schon seit längerer Zeit, seit geraumer Zeit, finde ich, sehr differenziert und nuanciert diskutiert wird. Und der Beitrag von Taylor Hamill aus dem Vereinigten Königreich ist nur ein Beispiel für die Indoor-Beiträge bei den Deutschen Baumpflegetagen 2017. Es gibt auch Aktionen und Vorführungen am Kletterturm draußen und da gehen wir jetzt hin. Hier am Kletterturm der Deutschen Baumpflegetage 2017 werden gleich die Außenvorführungen starten. Mark Bridge. Ein Vortrag handelt wieder von den Lasten, das Bewegen der Lasten von Punkt A nach B. Was gibt es in diesem Jahr Neues dazu? Der Gedanke von diesem Vortrag war, sich Gedanken dazu zu machen, wie diese Dreidimensionalität von dem Baum reflektiert wird in unseren Klettern- und Rigging-Techniken. Und es geht darum, eigentlich von Grund auf ein paar Möglichkeiten durchzudiskutieren, Kräfte, die auftreten und auch mögliche Konfigurationen von Zusammenstellungen von Gerätschaften, um eben eine Last beim stückweisen Abtragen von einem Baum von einem Ort zum anderen zu bewegen. Kann denn der Praktiker so richtig was davon mitnehmen oder ist es doch eher etwas, zwar eine Praxisvorführung, aber doch etwas theoretisch? Ja, natürlich. Zum einen sehe ich eine Funktion von den Baumpflegetagen darin, dass man Konzepte diskutieren kann, die dann im zweiten Schritt in der Praxis übertragen werden. Aber hier haben wir doch auch gesagt, gerade diese Thematik kann man sehr komplex gestalten oder sehr einfach. Uns geht es eigentlich darum, diese Bandbreite aufzuzeigen. Mit ganz einfachen Mitteln kann man da schon was bewirken oder man kann es beliebig komplex auch aufbauen, je nach Kompetenzstand des Teams und je nach Situation. Marc, 25 Jahre Baumpflegetag in Augsburg, das Kletterforum ein fester Bestandteil inzwischen. Von dir einen kleinen Rückblick und einen kleinen Blick in die Zukunft. Was war Kletterforum bisher? Was hat es gebracht für die Deutschen Baumpflegetage? Wie wird es sich in Zukunft entwickeln? Ein Thema für mich bei dieser Kontinuität, die du ansprichst, ist eine Diskussion, die über viele Jahre geführt werden kann. Ich sehe eigentlich den Beitrag vom Kletterforum hier an den Baumpflegetagen darin, dass ein ganzer Berufsstand da eine völlig andere Qualität von Dialog führen kann. Dass Kletterer mit involviert sind im Identifizieren von Problemen und Finden von Lösungen. Und das finde ich, dazu hat das Kletterforum einen großen Beitrag geleistet, denke ich. Okay, und das wird auch in Zukunft so weitergehen? Das wäre mein Wunsch, ja, dass wir da dranbleiben können und als Branche, als Industrie da Schritte nach vorne machen können, die unsere Materie besser verstehen können, dass wir sicherer arbeiten, dass wir weiterhin Fortschritte machen und dieser Bereich dynamisch bleibt, wie er bislang auch war. Okay, vielen Dank.